Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie bereits wissen, findet gerade das statt, was wir in den letzten Tagen schon absehen mussten. Das Coronavirus verbreitet sich in Europa. Es gibt jetzt auch die ersten beiden Fälle, die in Österreich aufgetreten sind. Es handelt sich hier um ein italienisches Paar. Der Wohnort ist in Innsbruck. Die Frau arbeitet auch in Innsbruck. Sie waren auf Urlaub in Italien, sind vor einiger Zeit zurückgekehrt und wurden jetzt positiv getestet. Ich bin in engem Kontakt mit dem Landeshauptmann von Tirol, Günter Platter, aber auch in der Bundesregierung natürlich mit Karl Nehammer und Rudi Anschober. Es werden alle Maßnahmen gesetzt, um eine Ausbreitung bestmöglich zu verhindern. Das bedeutet, es wird gerade sowohl der Arbeitsort als auch der Wohnort abgeschirmt. Die Personen sind in Quarantäne und werden dort behandelt. Unser oberstes Ziel ist der Schutz der österreichischen Bevölkerung und alles zu unternehmen, um so weit als möglich zu verhindern, dass es hier zu einer weiteren Ausbreitung kommt. Gibt es Fragen? Welche Maßnahmen sind in anderen Bundesländern außer in Tirol vorgesehen? Rechnet man da auch mit Corona-Fällen, zum Beispiel Kärnten, weil es an der italienischen Grenze liegen könnte? Ja, was wir erleben ist, dass sich das Coronavirus auf Europa ausbreitet. Das ist etwas, das in den letzten Tagen schon absehbar war. Unser Einsatzstab hat sich auch genau auf dieses Szenario vorbereitet. Und genauso wie in den anderen europäischen Ländern ist unser oberstes Ziel, alles zu tun, um eine weitere Ausbreitung bestmöglich zu verhindern. Das bedeutet, dass sofort bei positiver Testung die Personen in Quarantäne genommen werden und dort versorgt werden, dass aber auch Arbeitsorte, Wohnorte und alles, wo es sinnvoll ist und notwendig ist, auch abgeriegelt wird. Das wird gerade von der Polizei auch in Innsbruck durchgeführt. Wie kann man Panik vermeiden, die manchmal in solchen Fällen ja auftreten könnte? Also was wir versuchen ist eine bestmögliche Zusammenarbeit und was wir versuchen, ist eine bestmögliche Zusammenarbeit der Behörden sicherzustellen und auch zu gewährleisten, dass es eine transparente Information der Bevölkerung gibt. Es wird nichts verschwiegen, sondern es wird transparent alles an Fakten kommuniziert. Und insofern, glaube ich, ist es gut, wenn es ein Bewusstsein dafür gibt. Es ist wichtig, dass wir in Österreich und in Europa eine realistische Einschätzung der Lage haben, aber natürlich ist es nicht angebracht, in Panik zu verfallen. Wir wissen seit einiger Zeit, dass es die Gefahr gibt, dass sich das Coronavirus auf Europa ausbreitet. Wir wissen seit einigen Tagen, dass das ein sehr realistisches Szenario ist. Wir sind genau darauf vorbereitet und ich habe ja auch gestern schon angekündigt, dass ich nicht davon ausgehe, dass das Virus einen Bogen um Österreich macht. Genau dieser Fall ist jetzt eingetreten und jetzt gilt es, mit sofort und schnell durchgeführten Maßnahmen alles zu tun, um eine Ausbreitung bestmöglich zu verhindern. Das bedeutet, dass Wohnort und auch Arbeitsort abgeriegelt werden und die Personen dort auch getestet und versorgt werden. Sind weitere Maßnahmen an Flughäfen geplant und Aufklärungskampagnen für Menschen, die jetzt auch jenseits von China auch in anderen Gebieten waren, wo der Virus sich ausgebreitet hat? Es ist der Gesundheitsminister natürlich in enger Abstimmung mit den Zuständigen in den Bundesländern, aber auch mit der Ärztekammer. Es sind die Ärzte in Österreich alle bestmöglich informiert und vorbereitet worden. Und jetzt gilt es, dass der Einsatzstab die Maßnahmen setzt, die eben notwendig sind, mit dem Innen- und dem Gesundheitsminister an der Spitze. Es ist ein Fall eingetreten, auf den wir vorbereitet sind und jetzt gilt es, rasch zu reagieren, alle möglichen Maßnahmen zu setzen, um eine Ausweitung zu verhindern. Aber wie wir wissen, findet diese Verbreitung in Europa gerade statt. Vielen Dank.